Mein Name ist Frederik de Vries von der Firma Comweb und heute machen wir weiter mit dem Thema AMD und was bringt uns diese Firma in Bezug auf die PC- und CPU-Leistung. Und zwar bringt AMD CPUs raus mit bis zu 16 Kernen. Und das war natürlich ein absoluter Hammer, als das bekannt wurde. Das war sogar so ein Hammer, dass Intel kurzfristig beschlossen hatte, auch CPUs zu bringen mit 12, 14, 16 und 18 Kerne. Wir werden mal heute schauen, was das beinhaltet. Ja, nachdem wir letztes Mal über die AMD Ryzen gesprochen haben, habe ich mir jetzt mal beschlossen, für alle neuen CPUs so eine Liste zur Verfügung zu stellen. Die findet ihr auf unserer Comweb-Seite. Was wir normal haben zurzeit ist, dass wir, ich hole mal meine File dazu, dass wir im Moment arbeiten mit diese beiden CPUs, zumindest die meisten. Da geht es um die 7700K und die 6700K. Das sind Intel CPUs mit 4 Kerne. Diese 4 Kerne haben 8 Threads, also die tun so, als wären sie mit 8 CPUs beschäftigt. Die arbeiten mit 4 GHz, was gar nicht schlecht ist, das ist sogar sehr gut. Und was für uns wichtig ist, ist hier diese Lanes. Die Lanes sagen nämlich aus, ja, diese sogenannte Autobahne, die ich schon mal erklärt habe, das will ich also hier jetzt nicht tun. Aber diese Autobahnen sorgen für das ganze Verkehr, was innerhalb so einem Rechner dann so los ist. Ja, über Festplatten, Grafikkarten, SSDs, RAM, Audio, Netzwerk, USB, alles was damit zu tun hat. Das sind diese wichtigen Autobahnen und die werden uns begleiten in das ganze Prozess. Deshalb haben wir letztes Mal wirklich über die untersten neuen CPUs gesprochen. Das sind die von der Firma AMD, diese Ryzen. Geschichte und diese Ryzen haben ein 6 Kern, also 12 Threads schon. Klar, sie sind etwas langsamer, 3,2 statt 4 GHz, aber immerhin, da es mal 6 ist, haben wir gemerkt, wir haben deutlich höhere Werte. Und was natürlich super, super interessant ist, wir haben 220 Euro zu zahlen für diese CPU und das sind immerhin 100 Euro günstiger, vor allem wenn man dann weiß, dass die Boards an sich auch nochmal günstiger sind als die Intel Kaby Lake Motherboards, dann ist es eine sehr interessante Kombination, worüber wir hier reden. Also diese CPU mit sehr, sehr guter Grafikkarte schon liegt bei 1298 Euro bei uns und das zeigt schon, dass diese Kombi durchaus Potenzial hat, ein Renner zu werden. Ein Vermutströpfchen für die Edius-Leute, es unterstützt kein Quicksync, das heißt, wenn Quicksync ein Thema ist, sprich Sie haben zwei Monitoren zur Verfügung, dann sollten Sie lieber auf die Intels nach wie vor zurückgreifen. Trotzdem müssen wir über die neue reden, das haben wir ja bei der letzten Film gesehen, weil eben die CPUs Geschwindigkeit überhaupt nicht mitkommen mit der Entwicklung der Pixelzahl, die wir in dem Videobereich sehen. Und dann können viele im Forum sagen, das klappt alles wunderbar. Bei mir klappt es nicht. Und ich denke bei 90% der Leute auch nicht. Und das hat einfach damit zu tun, dass die Pixelzahl über 4000% zugenommen haben. Und da kann man lang oder kurz reden. Ich brauche keine Prophet zu sein, dass das zu wenig ist. Deshalb muss eine Lösung her. Und die sehen wir vor allem bei dieser jungen CPU. Das ist der neue Threadripper von AMD, ganz lolliger Name, aber der 1950 ist jetzt derjenige, die in AMD gesagt hat, dass es wert. Der wird also 1950X genannt, 16 Kerne, 32 Threads mit 3,4 oder 4 GHz in maximaler Takt. Es gibt ja noch so etwas wie XFR, wodurch man noch mal ein bisschen höher kommt, aber das habe ich jetzt hier nicht reingesetzt. 32 MB Cache, wenn Sie zum Beispiel hier 8 MB sehen, dann wissen Sie, das ist deutlich mehr. Und für mich der absolute Hammer ist natürlich diese PCI-Lanes, die mit 64 Stück wirklich das Herz der Profi, also meiner, sag ich mal, höher schlagen lässt, weil damit
kriege ich ein Waffen in der Hand, die wirklich nicht ohne ist. Ich kann jetzt wirklich hier anfangen zu zaubern. Nicht so sehr, wie die Spieler vielleicht denken, mehrere Grafikkarten reinzuhauen. Ja, auch das geht, aber das interessiert mich nicht, sondern mich interessiert wirklich zum Beispiel die VME-Schnittstellen auszunutzen, Thunderbolt auszunutzen. Ja, auch Thunderbolt wird ab nächstes Jahr verfügbar sein für Threadripper, weil Intel hat inzwischen diese Codex freigeschaltet für alle Hersteller, also auch AMD. Und wenn wir da wissen, dass diese Threadripper 16 Kern hat, dann wissen wir, hier können wir auf der Timeline Geschwindigkeit erwarten. Wir wissen aus Erfahrungen mit der Broadwell, das ist der CPU von Intel, wir können ja mal bei Intel schauen, was die gemacht haben, weil die haben auch neue CPUs gemacht. Neben der Kaby Lake gab es eben für die Leute, die 4K bearbeitete, bis ja, vor 2 Monaten nichts anderes als teuer in die Tasche zu greifen und eine CPU, die noch deutlich teurer war als hier jetzt den, zu kaufen. Ja, die 6950 war ein normaler Fertigpreis 2000 Euro, und der hatte dann 10 Kerne. Das war so das Maximale, was wir hatten. Wir hatten aber diese im Programm, weil das der einzigste CPU, neben den sogenannten Xeon-CPUs, wo es natürlich auch geht, diese waren in der Lage, wirklich 4K mit 50p wiederzugeben in der Timeline, ohne dass sie irgendwelche Wandlungen vorher machen musste. Ja, wenn ich ein Wandlung vorher auf Canopus HQ setze oder ich ein Proxy-Verfahren einstelle, dann kann ich natürlich auch arbeiten. Aber so will der Edius-User eigentlich nicht arbeiten. Der Edius-User ist gewöhnt, alles, was er aufnimmt, direkt in die Timeline zu legen und zu arbeiten. Und da das Verfahren immer wichtiger wird, weil wir haben jetzt auch noch Handys, die filmen können, und wir haben ja auch noch GoPros und wie sie alle heißen, zur Verfügung, wird dieses Thema natürlich umso wichtiger, und deshalb brauchen wir wirklich die Leistung, weil die 130% Steigerung, die wir jetzt gesehen haben, nicht mehr ausreichen. Ja. Und ja, auch Intel weiß das natürlich, aber Intel wurde eigentlich gar nicht so hoch hinaus. Ja. Die haben in August, Anfang Juli muss man sagen, haben die 10 Kerne herausgebracht, weil fertig. Und im Januar hieß es auch, wir können nur bis 10 Kerne. Das ist also die ganz neue Skylake X, wird da genannt i9-7900X. Das heißt also bei Intel nicht mehr i7, sondern wir reden jetzt über i9s. Und diese i9 haben extra andere Boards, man kann also nicht auf das alte Board weiterarbeiten. Was sehr schön ist, die haben, wenn wir über die 10 Kerne reden, haben die schon 44 Lakes. Immerhin eine deutliche Steigerung gegenüber die von Kaby Lake oder Skylake, ja, wo wir mit 16 Lanes oder 20 Lanes. Und das war schon damals absolute Sensation, ja, weil wir kamen ja einfach noch tiefer. Bei 8 war Ende früher. Auch die Intel-CPUs sind schneller geworden, haben dann aber gemerkt, okay, wir pennen, oder AMD kommt, und zwar mit brutaler Gewalt, die bringen sogar neue CPUs. Und daraufhin haben die gesagt, pass mal auf, wir haben das schon längst in der Schublade, jetzt, ja, lieber Kunde, wir bauen jetzt bis zu 18 Kernen in unsere Rechner. Und ja, seit gestern sind dann auch die Takte bekannt, zumindest inoffiziell, aber wir merken, was los ist. Die 7900X ist inzwischen zu haben, die sind also Europreise schon wieder drin. Der erste Europreis für die 12-Kern ist auch raus, die soll in September kommen. Aber Sie merken, wenn wir mal hier das Preisgeldchen von 1386, ich nenne es mal jetzt 1400 Euro sehen, ja, dann ist das im Vergleich zu den 999 Dollar, die offiziell jetzt raus ist. Sie sehen ja, alles was weiß ist, ist offiziell schon bekannt. Und daran sehen wir, dass der tausende Preis bei 999 liegt. Das heißt, wir werden in etwa in Euros das gleiche auch bezahlen müssen. Und das ist natürlich sensationell, vor allem weil dieser Preis, ja, sie tut immer noch weh, sie ist immer nicht schön. Ja, ich hätte auch lieber 200, aber sie ist bezahlbar geworden.
Ja, wenn wir unsere Hauptrechner nehmen, das sind im Moment diese rund um 2,5, würde es bedeuten, dass mit den neuen Boards, mit den neuen Kühlern, wir brauchen Riesenkühler, und mit der, ja, ich sag mal, neue CPU, werden etwa 1.000 € mehr bezahlen müssen für den Rechner. Allerdings, das lohnt sich, weil dieser, ja, ich sag mal, Geschwindigkeit, die ist enorm. Warum weiß ich das? Weil es inzwischen schon Rechner gibt, die ausgetestet worden sind. Ja, und da können wir ja mal schauen, was da so die Markt sagt. Ich glaube, hier brauchen wir nicht viel zu sagen. Der einzige Interessante, was neu gekommen ist, seit gestern auch, das ist diese hier, und zwar die 1900X. Warum ich sofort die 1800 und 1700X habe fallen lassen? Ja, die sind schon verfügbar und ja, sie sind sogar billiger, aber die 24 Lanes sind für mich ein No-Go im Vergleich zu der 64 Lanes, die ich bei der besseren Motherboards bekomme, X399. Und ja, sie ist teurer, das Board, aber wenn Sie, ich sag mal, für die Zukunft denken, das heißt doch einfach, ich kaufe doch einen Computer für die nächsten 5 Jahre und nicht für jetzt, dann ist das mit Sicherheit eine interessante Geschichte, die man beobachten soll. Ja, die Preise werden es richten, sage ich immer. Aber wir geben die Empfehlung raus, zuerst die 1900X anzuschauen, nicht die 1800X. Durchaus die 1600er oder 1600X, weil die preislich natürlich super interessant sind. Aber eben, ich würde selber die 1800 und 1700X liegen lassen und direkt auf die 1900X zugreifen. Oder eben, was ich persönlich machen würde, die 16 Kerne oder 12 Kerne CPUs. Welche letztendlich ausreicht, werde ich Ihnen noch sagen, in dem Moment, wenn die Dinger da sind. Ja, weil noch sind sie nicht verfügbar. Im August, am 10. August sollen die kommen. Und deshalb machen wir jetzt diese Film auch, damit ihr weiß, was los ist. Die Newsletter-Leute wissen das schon länger. Ich habe eine Verkaufsverbot ausgesprochen auch über unsere eigene PC-Video-Lines. Das tut natürlich für uns weh, aber es muss sein, weil die Performance-Geschwindigkeitssteigerungen doch enorm hoch sind. Das können wir jetzt schon vergleichen mit der aktuelle neue 7900X von, also der neue i9, die mit 10 Kerne ausgestattet ist. Wenn wir das mal vergleichen mit 6700, dann sehen wir, dass diese CPU-Leistung dann doch deutlich stärker gestiegen ist. Das heißt, diese Leistung ist, wenn wir von hier aus anfangen, um 85% schneller geworden. Und das ist schon fast wieder eine Verdopplung im Vergleich zu dem. Wenn Sie wissen, dass Sie in den letzten 10 Jahren 130% gestiegen sind, dann verstehen Sie, warum ich jetzt begeistert bin. Diese Zahlen und was glauben Sie bei den 16 Kernen, was da rauskommt. Ja? Und das ist eben die wichtige Botschaft, weil das können wir jetzt uns mal anschauen. Es gibt nämlich von einer ganz berühmten Firma schon ein Testgerät in Umlauf und dieses Testgerät kommt die erste große Wert raus. Da sehen wir also die erste 16 Kerner, hat hier noch einen Codenamen, aber die ist wirklich mit 32 Threads hier versehen und die hat einen Standardspeed von 3,5 GHz hier in der Test und der läuft mit 2879 auf die Cinema Benchmark Test. Und das ist eine super Leistung. Dass das schneller gehen kann, hat AMD, Entschuldigung, selber dann mit einem neuen Weltrekord bewiesen. Dann wird eben diese CPU hochgetaktet bis auf 5,2. Wenn Sie ein bisschen Stickstoff über haben, können Sie es machen. Es kommt auf enorme Geschwindigkeitssteigerung bis 4,122. In normale, gute Sample-Werten kommen wir auf 3,6, was immer noch gut ist. 3099 hat AMD selber herausgekriegt. Es sind in jedem Fall Werten, die sich sehen lassen. Vor allem, wenn wir das im Vergleich zu der heutigen 4-Kerner mal sehen, die Kaby Lake kommt auf 900 Punkte, dann ist das doch schon ziemlich viel Gewalt, was wir hier sehen. Und das ist eigentlich die Botschaft, die ich hier in jedem Fall rüberbringen will, weil diese Leistungen für uns innerhalb der EDIUS-Umgebung enorm wichtig sind. Nochmals, es geht nicht darum,
dass ich dann schneller rendere. Ja, ich rendere schneller und alles ist gut, aber mehr geht es darum, dass ich in der Timeline einfach so weiterarbeiten kann, wie ich bis jetzt möchte und kann. Ja, wenn ich also HD-Material will und ich nehme neueste CPU, neueste Rechnerumgebung, dann kann ich eben auf der Timeline alles zusammensetzen, was ich möchte, ohne dass ich vorher ja, rendern muss oder einen Proxy-Mode einschalten muss oder ein Workgroups haben muss, wo ich dann die Bildschirmausgabe auf der Hälfte setzen kann. Das alles will ich eigentlich nicht, sind nur Notlösungen, Notbremse. Und wenn ich das nicht will, dann muss ich leider ein bittere Pille schlucken, weil eben die 4000% Steigerung in der Grafik oder in der Pixelzahl muss irgendwo wieder wettgemacht werden. Und da sind diese AMD Ryzen, das ist übrigens eine Verpackung, ja, das sind Monster-Dinger, glauben Sie mir, die werden ziemlich groß und das wird eine ganz spannende Angelegenheit in Zusammenhang auch mit der Intel CPUs, wo wir hier schon Ergebnisse haben von 185%. Ich erwarte selber über 200% Steigerung und das ist genug, um wirklich auch in der Timeline 50p 4K in Echtzeit ja, durchzuführen. Ja, das ist eigentlich die Botschaft, die ich kurz aber kräftig rüberbringen will. Es geht einmal um die i9 in der Firma Intel und es geht einmal um die Threadripper, die uns bei der AMD-Verwaltung erwarten. Bei Intel 44 Lanes, was immerhin schon eine gute Zahl ist, aber auch kein Quicksync bei den größeren CPUs. Die GPU, also die Grafikprozessor Unit, ist nicht integriert bei Intel. Sie ist auch nicht bei AMD integriert. Das heißt, Quicksync wird Geschichte sein. Ich hoffe auf andere Möglichkeiten diesbezüglich auch noch schneller zu werden. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Aber wichtig ist, dass die PCI Lanes hier 64 und 44 schon mal deutlich höher ausfallen, wodurch wirklich die letzte Problematik auch verschwunden ist in Bezug auf, was setze ich drin. Ja, und die Ryzen sind so weit interessant, dass ich die 1600 hier favorisiere mit der 1600X. Übrigens, diese Firma ist auch so ein Rechner gemacht, weil ich festgestellt habe, dass beim Streamen deutlich weniger Leistung verloren geht, im Vergleich zu der Intel. Auch das mal am Ende. Sprich, wenn ihr Spielen mal streamen möchtet oder Films mal streamen möchtet, ich mache das hier zurzeit mit einer 60 Hertz Umgebung, wodurch also auch alles geschmeidig läuft, auch wenn wir das hier in dieser Demo nicht unbedingt brauchen. Ja, das war es wieder von mir. Bis zum nächsten Mal. Dann werden wir was plaudern über DV-Wandeln auf HD. Mein Name ist Frederik de Vries von der Firma Comtemp.